Herr Präsident, meine Damen und Herren, wir alle hier im Haus sind einig, dass Kinder vor sexuellen Belästigungen im Internet effektiv geschützt werden müssen. Dafür gibt es den sogenannten Cyber-Grooming-Tatbestand im Strafgesetzbuch. Die Koalition will diesen nun ausweiten. Bisher ist man strafbar, wenn man im Internet ein Kind anspricht, egal womit, wenn die Absicht besteht, das Kind später zu sexuellen Handlungen zu überreden. Nun will die Koalition, dass man auch dann strafbar ist, wenn man ein vermeintliches Kind anschreibt. Wenn etwa ein Polizist sich im Internet als Kind ausgibt, um Leute aufzuspüren, die Kinder anschreiben. Das ist ein sogenannter untauglicher Versuch, weil das geschützte Rechtsgut, die sexuelle Selbstbestimmung des Kindes, niemals in Gefahr ist. Strafrecht soll aber Rechtsgüter schützen. Das passiert hier nicht. Bestraft wird die reine Gesinnung des Täters. Und eine solche Vorverlagerung der Strafbarkeit weit vor eine konkrete Gefährdung des Rechtsguts, das lehnen wir als Linke ab. Während der Beratung ist deutlich geworden, dass die Strafbarkeit nur geschaffen werden soll, um die Durchführung von Ermittlungsmaßnahmen zu rechtfertigen. So geht's aber nicht. Erst überlegt man, was man gut begründet bestrafen will, und erst dann überlegt man, wie man den Ermittlern die Möglichkeiten gibt, die Taten zu verfolgen. Sie zäumen das Pferd von hinten auf, und das machen wir nicht mit. Und Sie vergessen auch, dass das Strafrecht Ultima Ratio ist, also letztes Mittel. Man muss erst überlegen, welche anderen Möglichkeiten es gibt, bevor man neue Strafnormen einführt. Wenn jemand im Internet versucht, Kinder anzuschreiben und an einen Ermittler gerät, dann stellt diese Person natürlich eine Gefahr dar. Und das Polizeirecht ist per Definition dazu da, Gefahren abzuwenden, bevor das Rechtsgut verletzt wird. Es bietet viele Möglichkeiten, dem potenziellen Täter ganz klar zu sagen, wir haben dich fest im Visier. Meine Damen und Herren, CDU, CSU und SPD wollen zudem Polizisten ermöglichen, die sogenannte Keuschheitsprobe zu überwinden. Betreiber von Kinderpornografieforen verlangen von Neumitgliedern, selber Kinderpornografie hochzuladen, damit Ermittler Zugang zu diesen abgeriegelten Internetforen erhalten und an die Täter rankommen können, sollen sie laut Gesetzentwurf computergenerierte Darstellungen von Kindesmissbrauch verwenden dürfen. Man kann hier durchaus einwenden, dass dadurch noch mehr Missbrauchsmaterial ins Internet gelangt, auch wenn es nicht echt ist. Jedoch wird, und das ist für uns als Linke der entscheidende Abwägungsgrund, jedoch wird dadurch die Chance evident erhöht, an die Täter ranzukommen. Außerdem ist es im Gesetzentwurf als letztes Mittel und unter Richtervorbehalt gestellt. Deshalb sagen wir als Linke, das ist ein sinnvolles Ermittlungsinstrument, und deshalb werden wir dem zustimmen. Ich sage Ihnen aber auch, wenn man mit Ermittlern redet, dann sagen die Ihnen alle, das zentrale Problem ist, dass wir zu wenig Personal haben, um die gesamte Kinderpornografie im Internet aufzuspüren. Und der entscheidende Hebel wird sein, dass es mehr Personal braucht, um diese Verbrecher im Internet auch zu finden. Und dann sage ich zum Abschluss, also wir lehnen die Verschärfung des Cybergroomings ab. Wir sind aber dafür, den Ermittlern zu ermöglichen, die Keuschheitsprobe überwinden zu können. Und deshalb werden wir uns als Linke insgesamt enthalten. Dankeschön. Herrn Bayram, Bündnis 90 Die Grünen, ist die nächste Rednerin.